Servus Leute und willkommen zurück im Krieg. Wir haben die Schädelsammler jetzt mitten im Lager, die uns den, also mitten im Gebiet, die uns den Krieg erklärt haben. Ich habe keine Ahnung, warum die so blöd sind und sowas tun. Ich habe eine Armee, die muss da erst hinmarschieren, mal gucken, wie viel Schaden die anrichten. Gegen die Zwerge bin ich gut vorangekommen. Da oben haben die eigentlich auch immer mehr verloren. Die Orks werden zurückgedrängt. Es läuft eigentlich gerade echt gut. Kann mich nicht beschweren. So, Stirland, komm, ich tut ihr mir mal einen Gefallen. Ziel besetzen. Besetzt hier die Burg. Damit ihr mal noch ein paar Gebiete bekommt. Denn wenn ihr größer werdet, kriege ich nämlich auch Kohle. So, der Krom-Gipfel wird da jetzt von meinen Verbündeten besetzt, das ist okay. So. Ah ja, genau, ich wollte ja was gucken. So. 114. Ich hatte 113, dann habe ich Barak Davatsbak niedergerissen. Jetzt bin ich bei 114. Was passiert, wenn ich jetzt die Siedlung besetze, die ich niedergerissen habe? Kriege ich, zähle das dann als Punkt? 115 tatsächlich. Also werde ich jetzt jede Siedlung niederreißen und dann erst besetzen. Dann kriege ich für jede Siedlung 2 Punkte. So, hier mit dem guten Erald hatte ich eine richtig heftige Schlacht. So. Ihr müsst euch mal regenerieren, Leute. So, eine Runde dürft ihr da jetzt mal warten. Und dann macht ihr weiter mit eurem Angriff. So, mein Freund hier. Reißt folgende Siedlung nieder. Kann er machen. Gut. Oh, Kugat, mein Freund. Hallo. Freut mich, dass du noch lebst. Auch wenn er ziemlich zurückgedrängt ist. Kugat Seuchenvater. Das ist ein Nörgling, der ist in den Topf von großväterlichen Nörgel gefallen und hat den ganzen Topf leer getrunken. Das ist quasi Obelix, allerdings als verfaulte Leiche und... Naja, nicht gut gelaunt unbedingt. Ich bin immer noch total fertig, dass der gesamte Süden eigentlich jetzt dem... oh, Alter, ich verliere da jetzt... Oh, drei Außerkorne. Und meine Bogenschützen. Oh, meine Elite-Nahkämpfer. Ja, ich hätte die Schlacht jetzt selbst schlagen können. Da hätte ich sie wahrscheinlich nicht verloren, aber... Man gönnt sich ja sonst nichts. Ihr scheiß Orks, ihr geht mir gerade hier so richtig auf die Eier. So, einmal niederreisen. So, ich müsste jetzt auch die Aufgabe erfüllt haben. Ja. So, jetzt guckt mal, ob ihr Barak Var angreifen könnt. Ich verliere ein bisschen was, aber es funktioniert. So, wir reißen auch die nieder. Schön.
Gut, dann muss er jetzt halt noch runter warten, dann kann ich die Spitze annehmen. So, bei ihm verbessern wir auch die Heilung. Und bei Dr. Festus, der hat auch noch die Seuche. Sehr gut. Ach, das ärgert mich da jetzt. Die Drakenhof-Konklave. Ja, meinetwegen, komm. Das ist doch Manfred, glaube ich, oder? Manfred von Karstein. Ich habe eine Folge benannt, dass die Karsteins ausgelöscht sind. Tja, dann muss ich wohl da in den Süden ziehen, damit ich euch nicht anlüge. Unglaublich. Ihr geht mir jetzt echt auf den Senkel. Ja, endlich. Da. Da kriegt ihr jetzt mal aufs Maul. Fraktion vernichtet. Ey, leckt mich doch am Arsch. Ist das ein Kackhaufen? Die haben mir in meine Siedlung gekackt. Jetzt bin ich froh, dass ich sie ausgerottet habe. Die haben mich angekackt. Da komme ich jetzt gerade nicht damit klar. Die kacken mich an. Zwei Runden, ja. Dann bin ich auf jeden Fall wieder fit. Oh, komm. Ich kann mich jetzt die Runde eh nicht bewegen, Mist. Ich habe fast die Hälfte.
Gucken, wie viel ich von den Zwergen noch wegdrängen kann. Glück gehabt. Okay, ich hätte erwartet, ich verliere die Siedlung. So, bevor die mir da jetzt nochmal hinmarschieren, mache ich jetzt weiter mit meinem Marschieren. Und eine weitere Siedlung wird niedergerissen. Na komm, egal. Dann sollen die das Gebiet nehmen. Komme ich auch damit klar. Geh mal lieber in die Hügel rein. Für den Fall. So. Okay. Das ist schön. Guck mal, die haben hier. Überall haben sie so ein kleines Gebiet. Wenn die mir den Krieg erklären, wird das ziemlich nervig, bis ich da überall bin. Naja, aber ich denke, ich kriege diese Ecke hier auf jeden Fall von den Zwergen befreit heute noch. Da unten auf jeden Fall. Sehr schön. Schade, ich habe gehofft, der kann sich jetzt auch mal ein bisschen vorbewegen. Ah, Mist, da fehlt ja noch. So, was macht ihr jetzt als nächstes?
Ich habe Glück, dass der Großteil der Zwergenarmee irgendwo da unten ist. Da kann ich jetzt schön hier oben rumwüten. Nur wenn die Orks sich jetzt hier aufbauen und da hochmarschieren, ich muss gucken, dass ich hier auf jeden Fall ohne meine Hauptarmee weiterkomme. Oder kann ruhig da oben rumlaufen, das interessiert mich nicht. Destruction for all. A glorifying act. Play bring up. Blessed be the future. So, lauf du mal da noch hoch. Also mit zwei Armeen sieht das da oben doch schon dann ein bisschen anders aus. Na, Kugard, ihr dürft euch mir gerne anschließen. Ich habe nichts dagegen. Das ist schön, wenn man direkt so nah dran ist, dass man die Festung direkt reinkommt. Kommt ruhig. Ah, da läuft jetzt noch eine Zwergenarmee rum, toll. Na ja, gut, der verliert. Der verliert jetzt Leute, das ist gut. Komm, machen wir im Spukwald. So. Krieg gegen Nagash, oh, meinetwegen. Ja,
heißt ja für mich einfach nur mehr Siedlungen zum Niederreißen. Außerdem muss ich ja eh in den Süden. Ist also kein wirkliches Problem für mich jetzt. Ah, der Feind hat den Hinterhalt nicht entdeckt. Komm. Wir haben eine ganze Armee und eine, die noch nachkommt. Das muss man doch ausnutzen, oder? Ach, auch wenn er wieder Flugeinheiten hat, 4 Stück. Da kriege ich jetzt schon wieder das Kotzen. Ich habe 2 Einheiten, die auf ihn schießen können. Fünf Stück, ey. Ah, der wird mir da. Mit den 5 Stück wird er mich ganz schön abfacken, ja. So, komm, du darfst dich da hinstellen. Die hier. Dahin. Ihr fallt da hinten über ihre Artillerie her. Nein, Moment, nein, das machen wir anders. Die Hunde fallen über die Artillerie her. Die Bruten, die gehen hier. Ah, okay. Die Bruten gehen hier hin. Ach so, okay. Die Kavallerie geht hier hin. Und die Champions gehen auch hier hin. Ach, das Amulett ist Slanisch, okay. So, dann los. Von allen Seiten, Leute. Ja, da fetzt sie.
Ja, super. Genau so. Ich glaube, das war's. Wir haben gewonnen. Komm, erledig so viele, wie du noch kannst. Das war's, sehr gut. Ah, schön. Da kann doch, mit sowas kann doch eine Folge enden. Mit einem kleinen Massaker an den Stumpens. Ah, wie schon. Ich spiele viel Orks. An den Zwergen. Ach, sehr schön. 45 Verluste. Joa, kann ich damit leben. Und dafür eine Zwergenarmee niedergemacht. Und die meisten davon auch wirklich ausgelöscht. Oh, die haben sogar, die haben Fluganhalt, die haben keinen einzigen, ich habe keinen einzigen durch eine Fluganhalt verloren. Das ist geil. Das freut mich. So, gut Leute, dann verabschiede ich mich an dieser Stelle. Vielen Dank, dass ihr dabei wart. Wir sehen uns bei der neuen Folge wieder. Und, ja komm, die Kriegsschreine brauche ich nochmal ein paar Stück. Wir schauen dann einfach mal, was da auf uns wartet. Siedlung... Es wird eine Siedlung von mir belagert. Unglaublich, ey. Das trauen die sich. Eieiei. Dass die sich nicht schämen. Naja. Gut, dann macht es gut und wir sehen uns. Ciao.